Brutaler Raub in Berlin. 6 bewaffnete Männer haben am Samstagnachmittag Deutschlands größtes Pokerturnier im Luxushotel Grand Hyatt überfallen. Mit Maschinengewehren, Macheten und Handgranaten bewaffnet bedrohen die Maskierten die Angestellten in der Wechselstube, zwingen sie zur Herausgabe des Bargelds. Dann stürmen die Bewaffneten auch das Turnier. Wir dachten, irgendeiner fängt eine Schlägerei an. Und dann, als nächstes siehst du, wie die Leute unter die Tische wegtauchen. Und ich dachte sofort, Amoklauf oder sowas. Panik bricht aus. Mehrere Gäste werden dabei leicht verletzt. Es war ja ein Inside-Job. Also die wussten ja ganz genau, dass heute das High-Roller-Turnier anfängt, dass da Buy-ins auch bar abgegeben werden und das Geld da sein muss. Sicherheitsleute versuchen, die Räuber zu überwältigen, doch es gelingt ihnen nicht. Die Täter entkommen. Ihre Beute, angeblich mehrere hunderttausend Euro. Ihre Flucht führt sie durch die Potsdamer Platzarkaden, ein videoüberwachtes Shoppingcenter. Die Männer sind jetzt unmaskiert. Derzeit werden die Bilder der Überwachungskameras ausgewertet. Die Polizei hofft so, die Täter schnellstmöglich zu identifizieren. Ein Pokerturnier im Hyatt Hotel am Potsdamer Platz in Berlin ist von Unbekannten überfallen worden. Über den Livestream des Turnierveranstalters konnten Pokerfans weltweit den Überfall im Internet verfolgen. Die Räuber erbeuteten nach Medieninformationen 600.000 Euro. Doch die wurden ihnen zu großen Teilen wieder abgenommen. Ein Sicherheitsmann berichtet, wie er einen Täter aufhalten konnte. Es tauchten 4 maskierte Täter auf, bewaffnet sichtbar mit Machete und Pistole, die in Richtung des Geld-Check-ins gerannt sind. Der Kollege am Vor-Check-in hat noch versucht, die Täter aufzuhalten, was ihm natürlich nicht gelungen ist, anhand der Übermacht. Der erste Täter mit der Pistole ist an mir vorbeigerannt. Daraufhin habe ich ihm versucht, die Waffe aus der Hand zu schlagen, was mir im ersten Moment auch gelungen ist. Nur der zweite Täter hat mir mit der Machete ausgeholt, in meine Richtung geschlagen, mich Gott sei Dank nur kurz oberhalb des Auges gestreift. 2 Täter konnten wir in dem Moment dann in die Flucht schlagen. Die anderen beiden Täter haben sich hinter dem Geldcounter versteckt und haben das Geld aus dem Tresor ausgeräumt. Diese wurden dann von mir attackiert. Die sind beide hochgekommen, habe noch versucht, ihn festzuhalten. Aber die anderen Täter, speziell der mit der Machete, kamen nochmal zurück und haben halt ihren Kameraden danach ausgelöst. Das überfallene Turnier ist Deutschlands größte Pokerveranstaltung. Insgesamt nehmen rund 1000 Profis und Laien an dem Turnier teil. Auch zahlreiche Prominente wie Bestseller-Autorin Charlotte Roach und Boris Becker versuchten ihr Glück. Den Überfall erlebten sie allerdings nicht mehr, da sie vorzeitig ausgeschieden waren. Ein Pokerspieler berichtet, welche Panik der Überfall bei den Teilnehmern ausgelöst hat. Die haben gedacht, was ist jetzt los? Erst dachten wir, es ist vielleicht Schlägerei draußen, aber auf einmal haben die Mädchen gekreischt, sind alle über die Tische gerannt, die Chips sind nur noch geflogen. Und wenn man dann 400 Leute sieht, dann sagt man nur noch raus. Also wenn die auf einen zukommen, wenn man unten liegt, dann ist vorbei. Der Spielbetrieb ist mittlerweile wieder aufgenommen worden. Unbekannte haben am Samstag ein großes Pokerturnier in einem Berliner Nobelhotel überfallen und dabei eine größere Geldsumme erbeutet. Nach Angaben der Polizei drangen die maskierten und bewaffneten Täter am Nachmittag in das Grand Hyatt Berlin am Potsdamer Platz ein und zwangen Angestellte zur Herausgabe des Geldes. Nach Medienberichten erbeuteten die flüchtigen Täter 800.000 Euro. Die Polizei bestätigte dies bisher nicht. Den Vorfall selber haben die meisten Spieler nicht mitbekommen, wie auch Tobias Reinkemeyer. Erst als die wenigen Zeugen in den Saal kamen, sei es bekannt geworden. Ja, die Zeugen sind in den Saal gestürmt im Grunde und dann brach die Panik aus, weil die halt geschrien haben, bewaffneter Raubüberfall. Man wusste halt nicht, was Sache ist und danach brach die Panik aus und alle unter die Tische und haben versucht, durch den Notausgang irgendwie rauszukommen. Nach Angaben der Polizei gab es bei der Unruhe im Saal einige Leichtverletzte. Das Ganze läuft ab wie im Film. Hunderte Pokerspieler zocken hochkonzentriert im großen Saal des Berliner Grand Hyatt. Plötzlich Hektik, Schreie. Schwer bewaffnete Gangster dringen ein, Panik bricht aus. Draußen vor dem Saal versuchen die Security-Kräfte den Angriff abzuwehren. Zunächst offenbar ohne Erfolg. Die Männer greifen mit brutaler Gewalt an, mit gezückter Machete und Schusswaffen. Ein Sicherheitsmann kann zwar einen der Täter niederringen, doch es sind zu viele. Minuten später ist alles vorbei. Zurück bleiben mehrere Verletzte. Angeblich konnten die Gangster bis zu 800.000 Euro erbeuten.
Nach den bisherigen Ermittlungen haben mehrere bewaffnete Täter etwa gegen 14.15 Uhr eine Pokerveranstaltung hier im Hotel hinter uns überfallen und dabei eine Summe, Bargeldsumme in bisher noch unbekannter Höhe erbeutet. Die Ermittlungen hier vor Ort laufen auf Hochtouren. Die Tatortarbeit, das heißt, es werden Personen befragt oder auch gesucht, die etwas gesehen haben könnten oder tatsächlich etwas gesehen haben. Es wird mit den anwesenden Teilnehmern dieser Veranstaltung gesprochen. Die Spurensuche, die Spurensicherung vor Ort läuft auch. Auch Hotelgäste waren Zeugen der Tat. Also ich stand in der Lobby, als plötzlich unglaublich laute Schreie ertönten, Gläser klirrten, Menschen rannten panikerfüllt an mir vorbei. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, ist das jetzt ein Amoklauf oder was? Ich habe drei Leute gesehen, die reingekommen sind durch den Hintereingang, auf die Kasse, auf die Turnierkasse zugerannt sind und dann versucht haben, das Geld zu entwenden. Das Pokerturnier in dem Berliner Luxushotel am Potsdamer Platz läuft seit Dienstag. Preisgeld 1 Million Euro. Auch Promis wie Boris Becker waren bei dem Spiel mit von der Partie. Er ist allerdings bereits ausgeschieden. Genauso wie die Titelverteidigerin des Turniers, Sandra Narjuks, in der Szene als Black Mamba bekannt. Diese Szenen mussten sie nicht erleben. Für viele Pokerfreunde aus aller Welt aber endete das Turnier in Berlin mit Horror und Schrecken.
Unterstützung von Kollegen Rüdiger.